Hallo und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich Protein-Nutella und das ist super lecker. Und warum das so reich an Protein ist, das sage ich euch gleich. Ihr braucht wenige Zutaten, ihr braucht eine starke Küchenmaschine. Es schmeckt super lecker, total cremig. Ihr könnt es morgens schon zum Frühstück essen oder auch zwischendurch zum Snacken mit irgendwie Obst oder solchen Sachen. Total einfach gemacht und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Als allererste Zutat braucht ihr Kichererbsen aus der Dose, eine Dose davon. Und das ist auch schon unsere Proteinquelle, die Kichererbsen nämlich. Und was man auch sagen kann zu diesem Protein-Nutella, es heißt auch Schokohummus zum Beispiel, weil eben das eine Art Hummus-Rezept ist, aber nicht in salzig, sondern in süß. Diese Kichererbsen müsst ihr zuerst von dem Kichererbsenwasser trennen, also einfach durch ein Sieb abtropfen lassen und dann gebt ihr eure Kichererbsen in eure Küchenmaschine. Dann als nächstes kommen eingeweichte Datteln hinzu. Da habe ich einfach kocht heißes Wasser drüber gegossen, das ein paar Minuten einweichen lassen, damit es die Küchenmaschine dann einfacher hat. Und da könnt ihr entweder normale Datteln verwenden oder mit Medjool-Datteln. Das sind die großen, dicken Datteln. Das nennt man auch die Königsdatteln. Und die sind dann schon sehr, sehr soft. Aber die anderen würde ich euch raten, immer einzuweichen. Als nächstes kommen die gemahlenen Haselnüsse hinzu. Wer Haselnüsse nicht so gerne hat, kann auch gemahlene Mandeln verwenden. Aber für den typischen Nutella-Geschmack, da passen am besten die Haselnüsse. Dann brauchen wir natürlich für den Schokoladengeschmack Kakaopulver. Ich habe jetzt hier Backkakao genommen, ohne Zucker. Als nächstes gebe ich dann noch ein bisschen selbstgemachtes Haselnussmus dazu. Das schmeckt dann richtig lecker nach Nutella. Dazu habe ich auch bereits ein Video gemacht, wie man das macht. Das verlinke ich euch mal da oben und dann noch in der Infobox. Um das Ganze jetzt noch zu verfeinern, gebe ich noch ein bisschen Tonkabohnen hinzu. Das schmeckt ein bisschen nach Marzipan oder Vanille zum Beispiel. Das würde sich auch sehr gut eignen. Jetzt wird das Ganze cremig gemixt. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass das Ganze noch ein bisschen zu hart ist, ein bisschen zu trocken, dann könnt ihr noch einfach ein bisschen von dem Dattel-Einweichwasser hinzugeben. Oder zum Beispiel auch irgendeine Milch nach Wahl, zum Beispiel eine pflanzliche Milch. Das würde auch gut gehen. Wem das Ganze dann noch nicht schokoladig genug ist, kann dann noch ein bisschen Kakaopulver hinzufügen. Oder wem das Ganze nicht süß genug ist, irgendein Süßungsmittel, zum Beispiel Kokosblütenzucker oder Xylit, was ihr einfach zu Hause habt, dann könnt ihr das nach Geschmack anpassen. Wenn das Ganze dann fertig ist, fülle ich das Ganze in saubere Gläser um und lagere es dann im Kühlschrank. Da ist es ungefähr eine Woche haltbar. Ja, und das war's schon. So schnell und einfach habt ihr Protein-Nutella hergestellt. Ganz ohne Proteinpulver, richtig lecker, total schokoladig und cremig und auch noch gesund. Also müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Wie immer findet ihr die ganzen Mengenangaben auf meinem Blog fraujannik.com. Schaut dort vorbei. Ich freue mich auch jedes Mal über einen Kommentar von euch, ob es euch gelungen ist, ob es euch geschmeckt hat. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr Fotos macht, dann schickt mir sie auch gerne. Und zwar geht es am besten bei Instagram. Und da benutzt ihr am besten den Hashtag fraujannik. Da kann ich es dann nämlich sehen und ich freue mich jedes Mal riesig. Vielen, vielen Dank dafür. So, ich freue mich jetzt. Jetzt habe ich wieder leckeres Nutella im Kühlschrank parat. Also unbedingt mal nachmachen. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.